an euch. Und haben eine schöne Familie, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Familie Davis, auch was Altes, wer was erfahren will über die Geschichte, weil das ist wirklich eine geschichtsträchtige Familie, geht einfach mal bei ihm vorbei im Lager, redet mal mit ihm, der wird sich freuen über jeden Besuch, denke ich mir. Auch euch herzlich willkommen und danke, dass ihr da seid. Dann haben wir hier die, oh, wer ist denn das? Grün-Weiß, Burgholt, oder? Nein. Unsere Freunde aus Luxemburg, weil Baldwin ist aus Luxemburg gewesen. Baldwin von Luxemburg, da müssen natürlich unsere Luxemburger dabei sein. Langjährige Freunde von uns, Terra Rubea. Danke dafür. Terra Rubea! Dann haben wir auch noch welche, die auch sehr weit gereist sind. Da hinten verstecken sich so ein bisschen. Sind sie das? Ja, welche, ne? Arschart von Minardus, was ist das? Hast du das übersehen? Haben sie sich verdrückt? Sind am Üben, okay. Also da hinten das große Zelt, sagen wir es mal so. Arschart von Minardus, auch sehr, sehr weit gereist. Waren auch welche die Ersten, die gesagt haben, wer kommt für sowas für die Burg, kommen wir sofort vorbei. Da hinten sind sie irgendwo. Wir rufen mal dahinter ein Dankeschön, einen kleinen Applaus für die. Die kommen schon auch nochmal rüber nachher. Oh, jetzt überlege ich, habe ich irgendwann vergessen von den Lagern. Ich glaube nicht, ne? Das ist kein Lager. Wir kommen jetzt erstmal noch dazu, wie viele Bogenschützen jetzt hier sein werden heute, morgen, um an dem Bogenturnier teilzunehmen. Ich freue mich über jeden Bogenschützen, der hier ist, der teilnimmt, der dieses Turnier bereichern wird. Wir können bei unserem Armin, der bekommt jetzt auch ein riesen Dankeschön, weil er übernimmt das Bogenturnier selbst, hat hier wunderschönen Parcours aufgebaut, kenne ich das Ganze. Und bei ihm könnt ihr euch, jeder der einen Bogen dabei hat, der mitmachen will, meldet euch bei ihm. Da könnt ihr schon mal die Preise sehen für heute Morgen. Erster, zweiter bekommt was. Und ich denke, da wird man viel, viel Spaß dabei haben. Wenn ihr keinen Bogen dabei habt, dürft ihr auch kommen. Genau, könnt ihr bei ihm auch holen. Ne? Also da gibt es welche Schnellschnitzen bauen, erwerben und klauen und so. Ne? Ja, und dazu bald. Wie gesagt, wir haben viele, viele Händler hier, wir haben Schmuck, wir haben eine Taverne hier, wir haben einen tollen Bäcker hier, wir haben eine Kraperie und alles. Lauft durch, schaut euch an, lasst euer Geld hier, dann kommt ihr auch wieder. Und was wir natürlich auch nicht vergessen können, ist das ganze Logistische drumherum. Wir müssen hier bleiben jetzt. Also, ich kriege vielleicht euch hier, die so verrückt sind, wie ich mit den Klamotten rumzulaufen, euch kriege ich irgendwie bei. Aber das ganze drumherum, mit Strom, mit Wasser und so weiter, hätte ich nicht geschafft. Da müssen wir ein ganz großes Dankeschön sagen. Erstmal natürlich an die beiden Heimatvereine, Rundheim, Hinzerath und auch insbesondere müssen wir auch Danke sagen an unseren Axel, der sich wahrscheinlich gleich verstecken will und komisch guckt. Nee, er grinst. Weil er hat die anderen Sachen da so im Hintergrund gemacht. Weil ohne ihn hätte man das ganze Wasser und so weiter mit THW auch nicht bekommen. Man trete vor! Das heißt, ich bin schuld, er ist schuld. Meldet euch an uns. Wir hoffen, dass viele Leute herkommen, dass sich das lohnt, dass die Händler und Lager sagen, da kommen wir nochmal vorbei und dass wir das versuchen, dass wir da vielleicht wirklich was Ehrliches draus machen können. Für die Gemeinde, für die Burg, für unser aller Spaß. Und um 1 Uhr geht schon weiter drüben beim Armin mit dem Bogenturnier. Ich sage einfach, schaut euch um, fragt die Leute, sprecht mit denen. Was machen wir da überhaupt? Was macht ihr da? Was seht ihr da? Wir werden alle Spaß zusammen haben. Und das Wetter war so bestellt, das kommt so an. Und das bleibt noch bis Montag so. Wir haben tolles Wetter, wir haben eine tolle Burg, wir haben tolle Leute hier. Wir werden viel Spaß haben. Einfach nur danke an alle.
Langsam. Genau, danke.
Scheiße, man hat gleich einfach geschenkt.